Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Semnes oder herzlich willkommen bei Abonacho. Ihr seht schon, die Lichtverhältnisse haben sich ein wenig geändert, denke ich mal, dass ihr das seht. Das dürftet ihr jetzt trotz alledem noch etwas heller haben. Ich habe das wieder ein bisschen runtergezogen, aber ich habe festgestellt, ich habe in meine Optionen reingeguckt. Ich weiß nicht warum, fragt mich also das bitte nicht. Aber in-game stand das Gamma auf 75%. Das habe ich jetzt auf 100% hochgemacht. Ja, und jetzt habe ich das Licht aus, wie ihr seht. Und jetzt werde ich dann sehen, ist das so richtig oder ist das so falsch. Das ergibt dann auch Sinn, warum ich immer so verdammt wenig selbst trotz Wackeln gesehen habe. Dass das irgendwie so gar kein Licht gegeben hat. Naja, ich bin jetzt hier noch was am Machen. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ach, die wollte ich erst noch verschießen und dann habe ich... Warum habe ich nur 65? Weil ich die bei der Horde alle verschossen habe, ne? Da bin ich Sachen am Machen, die brauche ich. Da sollte ich dann vielleicht aber mal... So. Wo haben wir sie denn? Dort. 270. Okay. Die Nägel, die könnte ich mir... Ja, später vielleicht, ne? So. Hier werde ich noch einen Anvil brauchen, fällt mir gerade ein, ne? Den sollte ich dann auch schon mal machen. Also hier sind so ein Amboss. Machen wir gleich zwei Stück, kriegt jeder eine fertig. Kann ja sein, also hier brauche ich den. Hier habe ich noch gar nichts drin. Oh, das sollte ich vielleicht mal ändern. Ich habe ja, was habe ich denn? Ich habe doch tolle Sachen gefunden, ne? Ich habe doch tolle Sachen gefunden. Wollte ich da hin? Nein. Doch. Genau. Dann habe ich, was habe ich denn gemacht? Ich habe das in, die meisten von euch schauen ja bei mir kein Subnautica leider. Da habe ich das mal kurz erwähnt. Also momentan aufgrund meines Zeits tue ich ab und zu direkt für 14 Tage aufnehmen. Das kommt nicht so oft vor, aber es kommt vor. Und deswegen weiß ich jetzt nicht 100. Ich meine hier die, bei den Waffen habe ich einiges gelernt. Die 7.6 meine ich. War das hier? Nee, habe ich nicht. Dann war das woanders gewesen. Dann verstehe ich ja gar nichts. Aber das habe ich. Okay, hier muss ich noch und hier muss ich noch einstecken. Ich habe noch 9 Punkte. Reicht nicht. Okay. Generatorbank habt ihr gesehen. So. Ich glaube hier unten. Wo ist es denn? Bin ich jetzt... Ja, ich glaube, das habt ihr schon gesehen, oder? Gehen wir einmal mit euch kurz runter. Das sieht jetzt so aus. Hat auch den Vorteil, naja, liegt eh der Schlafsack drüber, könnt ihr da so. Hier habe ich also jetzt direkt Eisen gefunden, das ist schon mal sehr gut. Kann ich einiges wegmachen. Und vor allen Dingen sehe ich auch, fällt mir oben alles zusammen oder nicht. Sprich, existiert der alte Bug noch. So, jetzt gehen wir aber erstmal Sachen machen. Ich habe... Ah, das habe ich weggeräumt. Na Gott sei Dank, ich habe wenigstens ein bisschen was gemacht. Also so ein kleines bisschen. Da haben wir noch ein bisschen... Okay. Ich brauche jetzt... Tatsächlich hier diese... Nein. Die hier. Eine ganze Menge viele von. Und das dauert noch. Uiuiuiuiui. Das dauert noch richtig lange und dafür habe ich viel zu wenig. Ich knall jetzt einfach rein, so wird passen. Da wollte ich hin, ja. Nein. Da wollte ich hin, weil da muss ich hin. Gott, ist das ein Chaos jetzt. Da ist noch nicht. Da muss ich raus. Ein bisschen Holz machen. Das brauche ich nämlich wieder. Essen, trinken habe ich. Brauche ich nicht. Gut. So. Wow. Was denn? Was machst du denn für komische Sachen? Es ist ein Unterschied, ja. Okay, das muss alles noch. Und das muss auch alles noch. Habe ich festgestellt, habe ich ausprobiert. Wenn ihr tatsächlich unter der Erde einen Zoom-Kasten macht, sprich, naja, ihr tut eben was ausheben und macht dort Holzframes und einmal aufwerten, komplett. Dann wachsen die Pilze tatsächlich deutlich schneller. Ohne diesen Kasten hat das nicht funktioniert. Ich nehme an, hat damit was zu tun, dass die Erde offensichtlich ja durchsichtig ist
für das Spiel. Nicht für uns, aber doch für das Spiel. So. Oh, das ist alles schon aus. Wieso ist denn das alles schon ausgehärtet? Das finde ich ja super. Alles muss man auch reingucken und auch aufpassen. So, nehmen wir mit. Können wir brauchen. Aber die Lutur als solches, die hat sich ja schon gelohnt. Den Hammer könnte ich mir eigentlich auch mal herstellen, oder? Oder? Ach, veräppel mich doch nicht. Das geht doch auch anders. Auch alles aus... Habe ich... Doch, habe ich ja. Hatte ich jetzt erst so gar nicht gesehen. Weil... Ja, da stört das Gras jetzt wieder. Okay. Das können wir aber wegtun. Das brauchen wir ja nicht. Kann auch weg. Und auch alles. Da hatte ich nämlich das auch nochmal kurz ausprobiert, wie das denn ist mit dem Aushärten. Und da hatte ich im Singleplayer tatsächlich Schwierigkeiten gekriegt. Also in diesen Ausprobierspielchen. Jetzt muss ich schon wieder denken. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich jetzt, ich hatte ja mal dieses Problem mit dem Aushärten gehabt. Das hatte ich lustigerweise tatsächlich. Da war die in dem Ausprobieren, da habe ich auch nur 4 solche Dinge hingesetzt und fertig war. Und da habe ich da echt einen vergessen. Ups. Warum? Hol nochmal einen. Da war der innere Bereich. Und diese beiden mittleren Blöcke, also dieses hier und die beiden mittleren Blöcke, an allen 4 Dingern nicht ausgehärtet. Und es ging auch nicht. Ich habe 3-4 Ingame-Tage gewartet, es hat sich nicht ausgehärtet. Wollte nicht. War jetzt noch mehr oder war das nur wirklich dieser eine? Gucken wir mal vor die Zauber. Das ist doch wieder so ein typischer Abonacho-Fail, oder? So, absolut. Okay. Gibt's ja gar nicht. Mann. So was von unprofessionell. Aber sagt ja auch keiner, dass ich professionell sein will. Hat mir Josie. Schubst mich nicht. Gesagt, ich soll nicht immer so Halbsätze machen, das ist immer doof. Ich merke das gar nicht. Ich merke sowas gar nicht. Wo habe ich denn hier, ne? Meine ich doch. So, also einen einzigen brauche ich. Das ist ja total Banane. So, mach halt so. Und wo habe ich den Beton? Den habe ich noch hier. Da kann auch erstmal drinnen bleiben. Sollte der nicht eigentlich hier irgendwo? Nein. Da kann er eigentlich mit rein. Da ist er gut. Eine Kabelstung können wir auch noch mal anfangen. Ich weiß momentan jetzt noch nicht was, aber kriegen wir auch noch hin. Und ich habe nochmal das mit den Pflanzen ausprobiert und dabei festgestellt, 4 Felder direkt nebeneinander läuft. Also das ist die Anzahl der Gesamtpflanzen eigentlich, die das Problem ergibt und unabhängig davon, ob jetzt hier noch einer frei ist oder nicht. Also so 4 nebeneinander funktioniert super, gar keine Probleme. Mit der 5. Reihe fängt es leicht an zu lecken, wenn ich abernte. Die geht aber noch. Die 6. geht auch noch, aber bei der 7. sollte ich aufhören. Weil dann leckt das jedes Mal doof. Ich weiß nicht, warum das ist. Ich verstehe das. Ach so, da war das. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Das ergibt für mich nicht wirklich Sinn. Aber das hatte ich ja schon mal gesagt. So. Achso, wieso habe ich den vergessen? Ich weiß es nicht. Jetzt holen wir erstmal ein bisschen Holz. Und, kann ja öfters Licht ausmachen. Ne? Also wirklich hell ist es immer noch nicht. Aber ist ja auch noch früh am Tag. Was ich nicht verstehe ist, warum... Ne, da will ich keinen Baum hinsetzen. Warum sich das auf 75 runtergestellt hat. Das ergibt für mich auch keinen Sinn. Und was für mich auch keinen Sinn ergibt, ist... Warum ich schon wieder vergessen habe, den Timer anzumachen. Mach mal da einen hin. Da ist er gut. Oder warum ich das Ding nur hier unten habe.
Mrs. Schreitante. Na, das war doof. Muss ich mal gucken? Geht die jetzt da kaputt oder muss ich die... Ich sehe nichts. Die geht hinten her, die alte Zicke. Jetzt würde ich mich mal gerne lehnen können. Die geht neuerdings hinten her. Okay. Ich mag aber nicht schon wieder deine Hundis haben. Oh, jetzt geht die ganz hinten her. Die ist ja echt doof. Scheiße. Oh, ist die denn... Das gibt's doch gar nicht. Setz dich mal hin. Da. Ja, ist die denn doof? Samantha. Da, da versteckt sie sich. Jetzt geht sie wieder zurück. Boah, das ist ja eine Zicke. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt hingehen und einfach mal kaputt machen. Das könnte ich tatsächlich. Aber ich gehe jede Wette dafür ein. Jetzt kommt sie gleich raus. Moment. So, ich muss nämlich mal ganz kurz... hüsteln. Pass auf, jetzt kommt sie hier gleich rum. Um die Ecke. Machen wir es ganz schlau. Jetzt ist sie da hinten. Das ist ja... Wieso ist denn die jetzt da hinten? Das ist ja lustig. Wo bist du? Oh, die macht Versteckspiel mit mir. Ich krieg sie nicht rein. Jetzt aber. Okay. Schreit die jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Ey, du bist K.O. Bleib halt liegen. Wo? Da. Das ist, also bei Samantha müssen die auf jeden Fall noch ordentlich nacharbeiten. Da haben die so richtig Blödsinn gemacht, ne? Da halt noch ein. Warte, dann mach ich die erstmal... Ach so. Erstmal weg. Lass dir mir wohl... Wo ist eine andere? Da. Da bringt er mir... Lass das. Wo kommst du weg? Du bist wohl eine ganz schlaue. Alle halt auch rum. Ach, Big Mama. Die Nas. Wie soll... Bist du wohl ruhig? So. So, und jetzt mal schnell vergammeln. So, und du auch. Dann kann ich das nämlich mit Einschlag machen. Hm. Weg ist er. So. Hier war da auch noch was. Aloha. Tschüss. Haben wir voll übernommen, ne? Das ist eigentlich Queenie-Spruch. Tut mir leid. Das ist irgendwie... Ist das jetzt drin und du bist schuld. Guck so oft deine Videos. Deswegen habe ich mir das übernommen. Genau wie mit Samantha. Das ist ja eigentlich von Queen. Queenie. Die hat ja Samantha benannt. Jetzt habe ich schon wieder, warum habe ich jetzt hier so viele? Ist immer lustig, ne? Wenn der Sachen wegschmeißt, die er gar nicht hat. Oder die er dann gar nicht setzt. Müsste auch mal reingucken, wenn er das noch nicht getan hat. Ich finde das immer lustig. Guck mal da. Ach, das ist wieder so ein Biker, ne? Da hat wieder ein vernünftiges Licht. Das ist ja die Biker, die haben ja... Oh doch, da könnte ein Bierchen mit haben. Warte mal. So, machen wir erstmal so ein für den Anfang. Bleib stehen. Guck mal, der hat ganz schön eine helle Stimme für einen Biker.
Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Soll ich den Fall? Ist jetzt einer drin oder nicht? Ach so, ist alle. Warte. Ich habe dir schon mal gesagt, ist mir völlig egal, wie groß du bist. Ich bin größer. Brauch nur mal einen Prügel hochhalten. Ja, hast du jetzt davon. Und die Schmerztablette, die hättest du wahrscheinlich brauchen können. Gut gegen Kopfschmerzen. So. Und jetzt sollte ich vielleicht mal meinen Crossbow, die Stahldinger reinmachen. Ich weiß auch ganz ehrlich gesagt jetzt gar nicht, wo ich mich, ich brauche Leben, oder? Wo ich mich werkzeugtechnisch befinde. Ich glaube, wenn ich das jetzt so sehe, ach nee, den habe ich ja durch aufgewertet, weil ich das noch mit einem zweiten gemacht habe. Dann bin ich jetzt wahrscheinlich bei den 300. So. Ich habe ja auch noch ein paar Stahlpfeile unten, wenn ich nicht irre. Und dann werden jetzt halt noch die Spitzen gemacht, kann ich noch ein paar Stahlpfeile machen und dann, ich glaube, 500 Federn müsste ich sogar noch haben. So, hier sagst du, es sind keine Minen. Dann gehe ich da jetzt direkt einfach mal rein, ohne zu plumpsen. Und ich würde ganz gern jetzt bei Gelegenheit auch tatsächlich mal erstens die Baustelle, weil die hat ja ganz oben ganz netten Loot. Und da sind ja einige Kisten. Und ich würde ganz gerne mal in diese Gebäude rein, in denen wir noch gar nicht waren. Nö, hier sind tatsächlich keine Minen. Da kann ich mir eigentlich auch ein bisschen Stoff noch zusätzlich mitnehmen, oder? Ich meine... Gut, warte, ich bin nur noch gar nicht. Wir gucken mal. Naja, so wirklich... Besser ist das auch nicht, wenn ich dich erstmal platt machen muss. Mal gucken. Hatten wir schon. Wer ist denn da noch? Ach du. Geht das bei dir besser? Naja, so halbwegs, ne? Gut. Ich muss gleich mal gucken, wie viel Leben ich noch habe. Wirst du das wohl lassen, du Hund, du Blöder? Geh weg halt. Nein, lass das. Warte, ich brauche einen Ausgang. Mhm. Ist super, super cool gemacht. So. Jetzt komm her. Gibt's einen auf dem Helm? Ist Ruhe im Karton. Alter. Ey, bitte was? Das kann doch nicht der Ernst sein, oder? Also, dass die Samantha am Boden liegen noch am Schreien ist, ist ja schon doof, ne? Aber wenn die mich durch den Stoff hauen können, ist das noch ein bisschen dober. Pfandpimps. Mal so angemerkt. Bin ich ja gar nicht nett. Muss ja schon wieder tolle Sachen essen. Aber ist auch so schlimm nicht. Oh, wollte ich gar nicht. Vor allen Dingen... Wenn ich dann nur einen Ausgang eigentlich brauche, ne, den ich dann gar nicht kriege, weil ich meine, ich muss links und rechts hauen, ist das auch ein bisschen doof, ne? So. Dann kann ich Kotten und Pflanzen auch mal anpflanzen. Also Blumen. Damit ich... Damit ich mir Farbe machen kann. Nee, kann ich ja noch gar nicht. Ich brauche ja die Chemiestation für... Ups. Die muss ich auch noch machen. Habe ich da nicht... Nee, da habe ich nicht die Teile für. Muss ich erstmal herstellen. Das könnten wir jetzt eigentlich mal direkt in Angriff nehmen. Stoff habe ich jetzt erstmal genug. Holz dürfte ich auch erstmal wieder genug haben. Ja, es geht. Das könnte besser sitzen. Das ja, also das wäre ja eng geworden. Ne? Noch einer? Oh, ach, das kenne ich schon. Dann kenne ich den auch noch nicht. Verstehe. Nett. Die muss ich mir merken. Oh, das dauert. Okay.
Auch okay. Obwohl, das ist eigentlich das, was ich am ehesten nicht brauche. So, wo ist denn jetzt Hause? Ja. Da könnte ich ja nochmal eventuell so ein Bäumchen mitnehmen. Oder auch zwei. Sind da genug da? Wieso habe ich eigentlich Schneebäume? Gibt auch keinen Sinn, ne? Wieso habe ich hier Schneebäume gepflanzt? Wo kommst du denn weg, Digga? Warte mal, komm mal zu Daddy. So. Wobei sich das gerade echt mal schwierig anhört. Okay. Oh, wir haben aber ganz viel Zeit rum. Wir haben 20 Minuten rum. Das ist ja unschön, wa? Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Teilt es gerne auf eure Social Media. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Und bis dann ist auch dieser dusselige Baum weg. Und mal gucken. Ah, den muss ich dann in den Schnee pflanzen. Dann ist es auch in Ordnung. Warte mal, wer ist denn da? Ach so, den machen wir erstmal kurz kleiner. Warte mal. Warum geht das nicht mehr? Ich fand das so... Es geht ja doch. Beinahe vergessen. Es geht ja doch. Nur nicht mehr so gut. Aber es geht. Ja, und was sagt uns das? Wir können die Bäume doch wieder nutzen. Ach, halt ein Bubble. Ich komme ja gleich zu dir. So. Moment. Da wäre es Feierabend. Das für Zombies. Oder sind das noch Cementers? Werden wir sehen. Also, bis dahin. Bye-bye.